So, wir schauen uns jetzt den Aufbau vom Biegewerkzeug an. In dem Fall jetzt ein Durchmesser 16 M20. Warum M20? Wir reden bei einem Biegewerkzeug immer von Radius Mitte. Wenn man jetzt ein gebogenes Rohr vergleicht, wenn wir uns anschauen, sehen wir haben einen Innenradius, einen Außenradius und den mittleren Radius. Für die Konstrukteure möglichst immer den mittigen Radius angeben, weil danach sind die ganzen Werkzeuge aufgebaut und so vermeidet man Fehler. Wir haben eine Spannschablone oder eine Schablone, ein Spannstück und eine Gleitschiene. Wie das Ganze jetzt beim Biegen funktioniert, schauen wir uns an. Aber man sieht schon hier, wir haben für einen Radius und einen Durchmesser extra eine Schablone. Das heißt, wenn wir jetzt angenommen ein Rohr biegen sollten, Durchmesser 16 mit RM21, bräuchten wir ein anderes Werkzeug. Werkzeuge sind bei uns immer in 5 mm Schritten quasi gestaffelt, weil man dann relativ flexibel ist und eine Millimeterabstufung ist bei Rohren in der Regel nicht notwendig. Wenn es notwendig ist, muss ein extra Werkzeug bestehend aus Biegeschablone, Spannelement und Gleitschiene immer hergestellt werden, um einen anderen Radius biegen zu können. Jetzt biegen wir aber einfach mal, dass Sie mal sehen können, wie das funktioniert, oder ihr sehen könnt, wie es funktioniert. Der erste Schritt ist das Spannen des Rohres auf Position. Jetzt hat das Spannstück geschlossen und das Rohr hier vorne gegen die Biegeschablone gedrückt oder geklemmt. Die Gleitschiene liegt an. Das ist übrigens dornloses Biegen, weil wir keinen Dorn im Rohr haben. Und dann wird der erste Bogen gemacht. Nach dem ersten Bogen fährt das Werkzeug auf. Das Rohr verfährt, wird entsprechend neu positioniert und es wird der nächste Bogen. Jetzt findet das Biegen des letzten Bogens statt und da die Pinole relativ nah an der Gleitschiene ist, fährt jetzt erst die Pinole weg und jetzt wird der Rest gebogen. Und fertig ist das Rohr. Wie man immer schön sehen kann, wir brauchen mindestens hier die Spannlänge, weil sonst würde wir beim Spannen den vorherigen Bogen wieder aufbiegen.